Jetzt wird es normalerweise gehen. PlayStation 5 hat eine andere Technik als wie PlayStation 4. Ja, schauen wir mal. Gut, Freunde, was hat es gegeben in meiner Abwesenheit? Ja, Katastrophe ist passiert. Ja. Ja, was ist Katastrophe passiert? Ganz einfach. Rockstar Games hat es geschafft, eine Trilogie komplett zu verhunzen. Naja, das Problem ist ja, ich habe es befürchtet. Ich habe es fast befürchtet. Denn man kann nicht drei Spiele auf einmal raushauen. Ja, das kann nicht gut gehen. Das kann aber nicht gut gehen. Ja, also wenn man drei Spiele auf einmal macht, das kann nicht gut gehen. Das kann, ich meine, wenn sie es einzeln gebracht hätten, okay. Ja, mal geschmackig, einmal alle drei und dann schön kleinweise die Trilogie gebracht hätten. Ja, aber es wäre ja nicht Rockstar Games, die übertreiben. Haben schon wieder mal übertrieben. Ja. Die Problematik ist ja wohl ganz woanders gewesen. Nicht nur die Grafik und die Einstellung. GTA 3 war einfach in meinen Augen vielleicht der Sündenbock. Ja. Ich sage euch jetzt aber, warum GTA 3 vielleicht der Sündenbock ist. Weil damals war man noch auf einer 2D-Grafik unterwegs. Da war man noch nicht so auf 3D, also wie heute zum Beispiel, so mit realistischen Dinge. Da war man auch auf 8-Bit oder 16-Bit unterwegs, ja. Oder gar auf 4-Bit unterwegs, ja, mit der Grafik. Ja. Das Schwummelige war dann auch, ja. Ja, also man war bei GTA 3 noch nicht so weit wie heute mit GTA 5. Ja. Wo man Menschlichkeit so wie heute so real, sag ich einmal, herüberbekommen würde. Ja. Also das war damals noch nicht so weit. Ja, und das war mir schon klar, dass man so ein Spiel mit GTA Vice City oder mit San Andreas nicht ganz einfach präsentieren kann. Ja. Denn die Farben waren schon alleine in Vice City allmächtig, sag ich einmal. Ja. Allmächtig. Ja. Also das war damals. Ja, sind wir da schon einen Schritt gegangen. Und jetzt stellt euch vor, jetzt will man noch GTA 4, ja, mit Niko Bellic, ja, auch noch realisieren. Also das GTA 6 rückt eh immer schon in weiter Ferne. Also über das brauchen wir schon gar nicht mehr diskutieren. Wie gesagt, 2024 soll ja, oder 2023 soll ja angeblich GTA 4 rauskommen. Also könnt ihr euch eh schon denken, wann circa GTA 6 rauskommt. Vor 2026, 27 eh schon immer. Ja, also wenn Rockstar Games mit dem Tempo, ja, weitermacht jetzt, haben sie ja mal diese drei Spiele realisiert, ja, am 7. Dezember übrigens, 7. Dezember kommt die CD-Version, ja, in allgemeiner, man kauft sie nie die Download zuerst, man wartet auf die CD-Version, ja, aber es wurde jetzt so viel Hype. So viel Hype gemacht, dass man, ja, ist eh ganz klar, dann nach diesem Hype ja die Download-Geschichte machen hat müssen. Ja, ich warte geschmackig bis 7. Dezember. Wenn es ausverkauft ist, ist ausverkauft, die CD. Ja, aber solche Spiele tue ich mir nicht downloaden. Solche Spiele kauft man. Ja, auf CD. Ja. Man kann jedes x-beliebige Spiel downloaden, aber solche Spiele kauft man. Ja. Ja, einmal sowas, mal zu dem Stress, was ihr jetzt habt, da mit der GTA-Trilogie. Aber das war zu erwarten, Freunde. Das war einfach zu erwarten. Ja.
Das war einfach zu erwarten. Also das war, ich hätte euch das schon können früher sagen. Ja, erstens einmal mit der Download-Geschichte hat es ja schon Schwierigkeiten gegeben, angeblich habe ich so gehört, im Umfeld. Ja, ich will jetzt nicht alles wiederholen und alles da hier vorplappern, was ich schon andere euch da seit Tagen euch präsentieren, das tue ich jetzt nicht mehr. Ich wurde nur gefragt, was ich von der ganzen Scheiße halte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's vermutet. Ja. Ja. Man kann ja Rockstar Games auch nicht einmal die Schuld geben. Ja. Nein. Man kann nicht drei Spiele releasen. Man kann nicht drei Spiele auf einmal releasen. Ja. Das haben sie ja damals auch mit den Originalen nicht getan. Ja, da werden sie doppelt. Nicht schlecht. Also altes und neues. Aha. Viel Unterschied ist da nicht. Ja, also es ist ja gut und schön, die ganzen Level und das. Aber wie gesagt, noch einmal. Da wird es wieder ganz doppelt. Aha, und so. Okay. Wie gesagt, ich hab's vermutet. Der GTA 3 ist der Sündenbock. Ja, weil damals noch nicht die Grafik da einfach noch nicht so weit war, Freunde von Rockstar, das hätt's ja müssen wissen. Ja, ich hätt's nicht kennen, San Andreas und Vice City mit GTA 3, ich hätt's es müssen einzeln rausbringen. Hat der Lehrling wieder mal euch überredet, oder? Sagt es gleich, der Lehrling hat euch einen bloßen. Ha? Oder die Lehrling, das Lehrmensch, ha? Oder hat euch einen bloßen. Okay. Ja, wie gesagt, man hätte diese drei Spiele einzeln rausbringen müssen. Und dann, im Laufe der Zeit, hätte man, so wie es früher war, diese drei Spiele in eine Trilogie bringen müssen. Ja, nicht alle auf einmal. Rockstar! Was ist los mit euch? Ja. Rockstar! Was ist los mit euch? Ja. Alles einzeln raus und dann später mal alles in einer Trilogie. Oder? Aber man muss ja jetzt einmal auch ein bisschen zu den anderen was sagen. Freunde, ihr habt da drei Spiele gekriegt um 60 Euro. Jetzt rechnen Sie einmal damit, dass ihr alle drei mit 60 Euro, das wären dann 180 Euro. Ja, also, jetzt kommt es alle wieder runter. Jetzt kommt es alle wieder runter, Leute. Jetzt kommt es alle wieder runter. Ja. Ja. Ich meine jetzt, ja, ist klar, ihr habt euch alle gefreut, ihr habt so den großen Hype gehabt, ja. Alle drei Spiele auf einmal, ja. Aber jetzt kommt's einmal runter. Ja, alle. Runter. Runter vom Gas. Ja. 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 Ihr müsst damit einmal rechnen. Ihr habt hier drei Spiele um 60 Euro bekommen. Jetzt rechnen Sie einmal, so Rockstar Games hätte jetzt hergehen können und wie ich gesagt habe, alle drei einzeln bringen. Ja. Ja, das hätten Sie durchaus können. Ja, das hätten Sie durchaus. Das hätten Sie durchaus. Das hätten Sie durchaus machen können. Ja. Das hätten Sie durchaus machen können, ja, Rockstar Games, ja. Das hätten Sie durchaus machen können. Dann hätte es können, Rockstar Games schimpfen als geldgeiles Unternehmen. Ich meine, 60 Euro für drei Spiele ist eh schon ein Geschenk, ja.
Früher haben sie sehr einzeln verkauft. Freunde da draußen, reißt euch ein bisschen zusammen. Schimpft sie nicht jetzt umeinander. Das kann bei jedem Unternehmen passieren. So eine Download-Geschichte ist immer blöd. Ja, das kann jedem Unternehmen passieren. Ja. Cyberbank war das einzige Beispiel im vorigen Jahr. Ja, und jetzt ist halt Rockstar. Aber nur Rockstar Games hätte es wissen müssen. Ja. Ja. Dass es einfach noch nicht so weit ist, alles. Ja. Ja, also das heißt, ja, also das ist alles ein Für und Wider, ja. Aber ich muss eines dazu sagen, geht's runter vom Gas, ich hab 60 Euro für 3 Spiele, hallo, 3 Spiele, ey. Ja, dass es jetzt natürlich Schwierigkeiten gegeben hat mit den Spielern, ja, okay, sei dahingestellt, ja. Klar ist mir angefressen. Ja, ich weiß auch. Ja. Aber, sagen wir sie ehrlich. Sie hätten es können auch hergehen und sagen, wenn es wirklich Geld geil waren, wenn es wirklich Geld geil gewesen wären, ja, wenn sie wirklich Geld geil gewesen wären, hätten sie alle 3 auf einmal einzeln hergeben. Ja. Ja, so wie früher. Ja. Ja, wie gesagt, am 7. Dezember, am 7. Dezember kommt die Disc-Version heraus. Die Disc-Version kommt da heraus und mal schauen, wie die Disc-Version ist, weil die Disc-Versionen sind teilweise sogar besser als wie die Download-Sachen. Ja, okay, Download ist einmal scheiße gewesen. Download war einmal, kann man sagen, kannst du einmal vergessen. Okay, bin ich bei, stimme ja zu. Ja. Download kann man vergessen, also kann ich vergessen. Ja, kann man vergessen. Ja. Ja, also. Und mal schauen, wie die CD-Form ist. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Diejenigen, die sich jetzt die CD-Version kaufen wollen, die haben schon gratis. Ja. Wer Rockstar Games wird einlenken. Rockstar Games wird einlenken, sie wird sich was überlegen. Und Freunde, 1 Million kriegen wir bis zu GTA 5. Ja, ich meine, das ist jetzt kein reales Geld, ist ja klar. Aber ihr werdet sehen, Rockstar Games wird einlenken. Wird sich was überlegen, wird sich für uns was machen. Ja, die werden sagen, okay. Easy. Die werden sie was machen für uns, ja. Die werden was da für uns, ja. Ihr werdet sehen. Die werden sie den nicht auf uns sitzen lassen. 100%ig noch. Ja. I'm on it. Ja. Aber nur wird es halt eine Zeit lang dauern, nicht? Schon der Taxifahrer, warum fährt der nicht? Ja, wie gesagt, es ist halt passiert. Rockstar Games hat sich immer wieder was einfallen lassen. Ja. Und sie werden sich auch dieses Mal wieder was einfallen lassen.
glaubst du mir, diejenigen, die wahrscheinlich am 7. Dezember die CD-Form kaufen oder wollen, die sollen sich bei Rockstar Games melden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die bereits gratis haben. Ja. Ja. Statt der Retourerstattung sagt sie einer oder schreibt sie einer, ich weiß nicht, wie es jetzt tat. Ja. Verlangt die CD-Form, ja, dieser drei Spiele gratis. Ja. Und ihr werdet sehen, Rockstar Games ist ja nicht ein Unternehmen, die was, wie soll ich sagen, wie viele sind, ja, Geld, geiles Unternehmen, steht nicht mehr auf Geld und hin und her. Ich muss jetzt einmal eins dazu sagen, gegenüber anderen, ja, ich sage sogar harmlos, gegenüber anderen Publisher oder gegenüber anderen, ich meine, ich will jetzt Rockstar Games hier nicht in den Arsch gehen hier, oder ja einen roten Teppich präsentieren, aber gegenüber anderen ist Rockstar Games ein Engel. Ja. Weil es gab in den letzten Jahren bei mir schon Spiele, die hast du nicht einmal starten können ohne Page auf dem PC. Ja. Ja. Und ich mir da denke, an einem Spiel Lost Horizon Teil 2 zum Beispiel, auf PC, das war 2015 rausgekommen, das hast du nicht starten können ohne einen gewissen Page. Ja. Oder Runaway, vielleicht sagt euch das was. Das hast du zum Beispiel im dritten Teil hast du nicht weiterspielen können ohne einen Page. Ja. Und ich, bis heute warte ich bei Cecilia auf einen Page und bis heute ist kein Page gekommen. Also, ja, wie gesagt, es gab genügend PC-Spiele, wo man auf einen Page wartet seit heute. Ja, und der kam bis heute nicht. Ja, also, es ist jetzt nicht, weil jetzt Rockstar Games da in den Arsch gehen. Ja, ich will ja Rockstar Games nicht in den Arsch gehen. Ja. Aber wenn manche hier sagen, ah, Rockstar Games ist ein geldgeiles Unternehmen, Rockstar Games ist geldgeil, ist nur mehr geldgeil und im Grunde genommen, ja, aber, dann würden sie aber diese Spiele schon lange nicht mehr verkaufen. Ja? Und meine Güte, ich habe eh schon gesagt, das war jetzt einmal eine desaströse Angelegenheit, das war mal eine Angelegenheit, die was nicht schön war, an alle Beteiligte, ja, klar ist 60 Euro viel Geld, bedenkt, aber das waren drei Spiele, ja. Ja, ich habe drei Spiele um 60 Euro bekommen, normaler im Wert von 180 Euro und mehr. Ja. Im Grunde genommen habe ich sogar zwei Spiele gratis dazu bekommen. Ja. Ja. Obwohl ich will ja gesagt, na, dann hätten sie es halt einzeln bringen sollen und ich hätte es dann einzeln gekauft. Da wäre mir lieber gewesen. Ja, durchaus richtig. Ist ja richtig, was du jetzt da sagst. Da muss man Rockstar Games wieder an der Nase nehmen. Ja, da muss man wieder sagen, das hätte Rockstar Games besser machen können. Das stimmt allerdings. Ja, also sie hätten können durchaus einmal alle drei Teile einzeln bringen. Da muss ich da sagen, Schnucki, da hast recht. Ja. Aber wie gesagt, sie haben halt das, haben es halt gut gemeint. Ja, sie haben es halt gut gemeint. Und wo ich das habe mit der CD, ja. Freunde, ihr solltet einmal Newsletter lesen lernen. Newsletter lesen lernen. Ja. Ja, es stand alles in den letzten Wochen und Monaten, in den letzten Wochen, vor allem diesbezüglich der Trilogie, alles in Newsletter. Ja. Und diejenigen, die halt nicht lesen wollen, ja, kann ich leider nicht zwingen, werde ich auch nicht zwingen.
Also nehmen wir das Ganze nicht so tragisch. Nehmen wir das Ganze bitte nicht allzu tragisch. Ja, es ist halt passiert. Aber ich werde sehen in ein paar Tagen, wird sich das Ganze legen, wird sich das Ganze in Luft auflösen. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt darüber gar nicht mehr nachdenken. Und nein, dieses Gras wird dann im März natürlich nicht passieren. Weil das wäre natürlich dann schon lustig. Ich glaube, den Fehler werden sie dann nicht machen. Ja, also den Fehler, den werden sie nicht machen. Gut, das ist jetzt einmal eine einmalige Geschichte, sag ich einmal. Das ist einmal eine einmalige Geschichte da jetzt gewesen. Ja, aber ein zweites Mal wird das so geben, es nicht gelingen. Gut, ich sag, ich werde jetzt ein paar Videos dann anbringen, Beschwerdevideos von einigen anderen YouTubern, die sich auch über das Ganze beschwert haben. Ich werde dann meine Meinung dazu sagen. Aber wie gesagt, im Grunde genommen, bitte, es ist nicht sehr viel dazu zu sagen, weil ich denke mir, manche Leute übertreiben da schon wieder ein bisschen maßlos. Ja, ihr müsst halt im Hinterkopf behalten, es waren drei Spiele. Drei Spiele um 60 Euro. Also, wie gesagt, es ist nichts passiert, Freunde. Absolut nichts. Der Lehrling hat nur etwas versagt. Ja, Komplente, der Lehrling hat es uns gezeigt. Und das Lehrmensch. Gut. Mir ist ja nicht passiert. Es ist ja. Ja, also. Ja, also warten wir den 7. Dezember ab, Freunde. Ja, da kann noch einiges passieren bis dahin. Die CD-Form kommt da. Ich habe die Musik nur abgedreht wegen Urheberrecht. Ja, nicht schrecken. Wie gesagt, das war meine Meinung über das Ganze. Ich will nicht jetzt in die Länge ziehen mehr. Ja. Ich sag, da ist zu viel Wind gemacht worden wieder. Ja. Ja. Ihr werdet sehen, Rockstar Games wird das in den Griff kriegen. Und wir werden drüber lachen. In ein paar Tagen. Wir werden in ein paar Tagen drüber lachen. Ja. Ihr werdet das erleben, ihr werdet das sehen. Ja. Wir werden in ein paar Tagen drüber lachen. Gut, Freunde.
Wie gesagt, diese Woche ist nicht sehr viel gewesen. Eventwochen ist halt wieder das dummste heiß. Da gibt es doppelt RB und doppelt Geld. Dreimal RB gibt es auf die Deluxe-Missionen. Stunt-Rennen. So, here's an idea. I've been called a bitter, addictive old has-been stuck in the 1990s. And you know what? Gibt's, wie gesagt, auf die Deluxe-Stunt-Rennen. Ja, gibt's. Ja. Ja, eigentlich gibt's eigentlich nicht sehr viel Game in den letzten Wochen. Ja, es gab jetzt den Freeze-Überfall. Den Freeze-Überfall gab's, ja. Hat's gegeben, ja. Und ja, wie gesagt, jetzt wird es wieder auf meinem Kanal ein bisschen Videomaterial geben. Ja. In Sherlock Holmes wird ein bisschen später kommen, aber er wird kommen. Ja. Er wird kommen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, eigentlich, ja, ich war jetzt da ein paar Tage weg. Hat sehr gut getan. Einmal eine ganze GTA-Szene da, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ja, mit 47 Jahren denkt man vielleicht anders. Ja, dann nimmt man das nicht so heutzutage wie Jugendliche. Oder junge Leute, sage ich einmal. Ja, die das als Tragödie ansehen. Ja, es ist halt einmal so. Ja, es ist halt einmal so. Ja, also. Aber ich sag das. Ihr werdet sehen, Rockstar Games wird da sicherlich einlenken, wird da sicherlich was machen, was tätigen. Ja. Die werden sich sicher was überlegen. Die haben sich bis jetzt immer was überlegt. Ja. Ach Gott, na, Nope. Wie heißt der Nope-Kicker? Ach Gott, na. Ach ja. Ja. Rockstar Games sollte wirklich für sowas näher Verständnis aufbringen, wie jetzt das da zum Beispiel. Ich habe ihm überhaupt nichts getan. Getan. I can do that. Ja. Oh, ja, ja. Na ja. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Super, in 3 Minuten erst. Da kommt Freude auf. Ja, egal. Wir haben noch 14 Minuten, aber wie gesagt,
das sind halt so Dinge heute, halt, was mich nicht so ernsthaft wirklich berühren. Ja. Es gibt Schlimmeres im Leben, sag ich einmal. Es gibt Schlimmeres im Leben. Habe ich gesagt, gibt Schlimmeres. Gut, wie gesagt, da werden wir jetzt dann nacheinander sich holen. Upsa. Okay, wo bist du, Baby? Aber ich sag, das ist ja nicht allzu tragisch, das Ganze. Weil es wurde ja auch wieder auch maßlos, sag ich einmal, übertrieben. Ja. Was ich ja finde eigentlich. Es ist, besteht überhaupt kein Grund dazu. Ja, wie gesagt, nur ist halt das eine, dass halt GTA 6 halt immer weiter in die Weiterferne rückt. Das ist halt das Einzige. Aber mit dem muss man rechnen. Und jetzt rechts.
Na gut, Freunde. Das war meine Meinung. Onkel Dani wird auch nicht zufrieden sein mit mir. Onkel Dani wird auch begeistert sein. Now let's hope that Uncle come here wearing Hawaiian shirts and sandals. Aber nämlich der Wissen, was der Todel von mir vorgeholt hat. Gibt's ja nicht einmal mehr da in der Sittenopalkerheck. Ich meine, der hat 1220 und schießt mich ab. Also. Was soll man da jetzt noch drauf sagen? Der hat 1220. Ja. Oder 1072. Ja. Ich meine, Leute, wenn mit der mit 6 schießt, okay, lassen wir es einreden. Der mit 26 auch noch. Ja. Alle, die was unter 120 sind, okay, lassen wir es einreden. Aber der Dorftrottel, der Volltrottel mit 1072. Leute, der hat alles. Der hat alles reingeschalten. Ja. Naja. Was soll man dazu sagen? Gut. Ich wünsche euch noch was. Schönen Tag noch.